Hallihallo und herzliches Willkommen zu einem neuen Spiel von mir. Wir spielen Super Mario Maker. Ja, ich habe euch ja letztens abstimmen lassen, ob ihr Super Mario Maker von mir sehen wollt oder The Last of Us. Ihr habt euch für Super Mario Maker entschieden, also kriegt ihr Super Mario Maker. Um euch erstmal noch so ein paar Randtipps, oder Randtipps vor allem, Randinfos über das Spiel zu geben. Das Spiel ist natürlich für Nintendo, ist ja klar, hey. Es wurde am 11. September 2015 auf der Wii U veröffentlicht und das Spiel wurde für das 30-jährige Super Mario Jubiläum veröffentlicht, beziehungsweise wurde das damit gefeiert und ja, dann wollen wir es auch gleich mal zocken. Ich habe es noch nicht so oft gespielt, habe auch nicht so mit Erfahrung damit gemacht, also ja, dachte ich, da kannst du auch gleich nochmal neu anfangen und los geht's. Und los, Mario sagt's auch schon. So, wir sind hier in dem Super Mario von der Super Nintendo gelandet. Sieht zumindest so aus, als ob das Super Mario von der Super Nintendo ist, was damals rauskam. War, glaube ich, das erste Mario sogar. Ist noch in 2D schön. Und ja, dann laufen wir auch gleich mal weiter. Kommen wir in die. Nee, kommen wir nicht. Ach, kann übrigens sein, dass ich während des Spiels übelst oft mitsingen muss. Hey. Also. Wundert euch nicht. Ah, voll abgestürzt. Diese Level scheinen noch nicht fertig zu sein. Vielleicht möchtest du dem Baumeister bei der Veränderung helfen. Oh, ja klar. Ja, das ist ja ein Editor-Game mit Jump'n'Run-Inhalt. Und ja, wie ihr gerade gesehen habt, war das Level eben noch nicht fertig. Und über die. Über den Absprung überwinden zu können, müssen wir jetzt erstmal was bauen. Ja. Platziere die Elemente wie auf dem Bildschirm gezeigt. Fehler kannst du mit dem Radiergummi ausbessern. Okay. Warte, gehen wir erstmal dahin. Hier. Ah, hier. Ach so, wir sollen das komplette Level bearbeiten. Ach so. Okay. Dann kommst du erstmal hier hin. Dann du. Dann sollst du da rein, glaube ich. Ja. Hier oben soll noch ein Fragezeichenblock hin. Ups. Mach ich das weg? Wie mach ich das weg? So, hier. Einfach runtergeschmissen. Da so eine grüne Röhre hin mit einer Piranha-Pflanze. Jupp. Fett. Ja, das Spiel macht sowas von Fun. Ich hab's, wie gesagt, durch die anderen Projekte habe ich jetzt immer nicht so geschafft, das Game zu zocken, weil ich in meiner Freizeit auch nicht so viel Zeit habe. Und deswegen habe ich ja jetzt mir Zeit genommen und kann es jetzt endlich mit euch zusammen spielen. So, da unten muss noch ein Block hin. Und so eine Sprungplatte. Oh, Alter, ist das voll gut. Ah, das ist super. Elemente schütteln. Berühre und halte einen Goomba. Dann schüttel ihn hin und her. Okay. Ach, der hat dann eine Farbe. Das ist ja nice. So, hier unten. Ah, ich bin den gone. Nee, es war gar kein Goomba. Das war ein Koopa, glaube ich. War das ein Koopa? Ist das ein Koopa? Goombas sind ja die Teile. Wenn jemand weiß, wie die Teile heißen, dann sagt mal Bescheid, hey. Ach, und übrigens, das Let's Play hier wird übrigens so ablaufen, dass ich hier mal solche Challenge mache. Es gibt ja, glaube ich, solche 100 Herausforderungen oder so. Und ja, ich hätte auch voll Bock, mal eure Level zu zocken. Könnt ihr mir ja mal schicken, irgendwie im Twitter oder hier unter den Kommentaren oder hier per Nachricht irgendwie. Hätte ich nämlich voll Bock drauf, aber ich sag euch gleich, Fail ist vorprogrammiert. Ich bin nicht so gut im Jump'n'Run-Spielen, aber naja, vielleicht habt ihr selbst daran Spaß, beim Fail zuzusehen. So, hier oben kommt noch ein Goomba hin. Und hier unten noch solche anderen Teile. Damit wir da den Abgrund überwinden können. Oh, da gibt es ja Ton, wenn ich das mache. Das ist ja nice. Ist der Level jetzt fertig? Du solltest zum Start berühren. Und ihn Probe spielen. Berühre es. Es. Hab ich doch. Berühre das doch. Mach ich doch, was willst du denn? Ist mein DS-Ding so dreckig? Ja, irgendwie was dreckig. Berühre spielen und schon geht es los. Probiere aus, ob du dein Level nun anschließen kannst. Jo, spielen. Was ist denn das für ein geiles Ding? Oh, ah,
den kenne ich ja nicht. Oh, ist das herrlich. Lauch-Mario. Nee, ich kann ja nicht schießen, ich habe auch keine Ahnung. Dann zum Schießen. Bam. Bam. Das ruhig das Ding töten, hey. Au, nein. Schade, nicht bis oben dran gekommen. Aber naja, Level ist zumindest gut abgeschlossen. Super, du hast es geschafft. Und wie gefällt dir dein Level? Vergiss nicht, ihn beim Speicherbord zu sichern. Okay. Ha, ich kann ja auch meine Level speichern. Wie mache ich das? Ah, berühren. Neue Datei. Dahin. Und jetzt muss ich mir einen Namen einfallen, dass ich nenne es. Me für Mega und dann Mo für Momat. Memo. Bidip. Sehr gut schön. So, und was kommt jetzt? Ach, jetzt kann ich das Level. Ach ne. Es sind drei neue Schaltflächen erschienen. Wir können ja hier nämlich noch wechseln, auch zwischen den anderen Mario-Teilen. Bisher ist nur Super Mario für die Wii U erhältlich, also das ist so aussieht wie die. Das Super Mario von der Wii U. Seht ihr ja, da sind auch die ganzen Dinger dann verfügbar, wie die ganzen Jumps, also wie du jetzt da springen kannst. Und bei dem anderen Super Mario, ich weiß nicht, wie man das nennt, Dings, sind halt nur die Sprünge verfügbar, die es eben damals nur gab. Da gab es, glaube ich, noch keinen Wandsprung oder sowas. Jetzt stehen dir alle grundlegenden Elemente zur Verfügung, die du zum Baum von Leveln benötigst. Alter, Sprachfehler heute oder was? Probiere verschiedene Kombinationen aus. Und lass deine Fantasie freien Lauf. Klar, natürlich. Ihr könnt mir helfen, hey. Das Hauptmenü ist nun verfügbar. Dort kannst du andere Modi wechseln. Oder in die Anleitung. Oder dir die Anleitung ansehen. Okay. Hier kann man übrigens auch die Schaltflächen hier ändern, dass es praktisch Unterwelt ist. Da ändert sich natürlich auch die Musik. Dann gibt es halt noch die Oberwelt. Ich weiß gar nicht, ob man noch andere Welten bekommt. Aber ich glaube schon. So, geh was wieder rühren. Ich möchte jetzt noch kein Level bauen. Ich möchte erst eine 10 Mario Herausforderung machen. Start. So, mal sehen. Ob ich das schaffe. Oh, bestimmt. Prinzessin Peach wurde entführt von den Goombas. Oh nein. Ja, Peach, wir helfen dir. Wir retten dich. Höre nach drüben. Okay. Oh, ein Riesen. Ah, ein Riesenvieh krieg ich. Ein Riesenvieh krieg ich. Krieg ich das tot? Ah, super. Mist, komm ich hier nicht mal hoch, oder? Komm ich hier noch hoch? Ich bin immer noch voll. Ah, versteckt. Das war ein Secret. So, ich möchte... Bam! Genau das. Aha, da hat uns Eingang freigeschaufelt. So. Hier oben sind Münzen. Ist da noch irgendwas versteckt? Das Super Mario hier, wie es jetzt hier aussieht, kenne ich danach in meiner alten Grundschule damals. Da hatten wir so einen Raum und da hatten wir eine Super Nintendo und da durften wir ab und an mal, wenn wir lieb waren und irgendwie eine Freistunde hatten in der Grundschule, durften wir dann dahin und dann durften wir ja, Super Mario zocken oder ich weiß gar nicht, ob es da noch andere Spiele da gab, die wir da zocken durften. Aber das auf jeden Fall. Oh, das war doch Zeiten, das war richtig cool. Hier ist noch was versteckt, ist noch irgendwas Cooles. Wo? Ah! Geh weg! Ich will, dass der anhält. Ich will, dass der anhält. Halt an. Mann, ich treff doch mal. So. Ach, klasse, das war's jetzt auch. Bumm. Hey, wer will nicht halten? Ist okay. Ist okay. Die ist gut. So, dann nehmen wir erstmal die andere Tür. So. Egal, ob ich jetzt den Port überziehe, die 10 Mario Challenge mache ich jetzt noch zu Ende. Also, könnt ihr euch freuen.
So, jetzt dadurch, dass ich das hier gefunden habe, müsste ich oben eigentlich drankommen. Naja, fast. Kommt. Ich habe zwei Geheimverstecke gefunden, also wo solche One-Ups drin waren. Und weiter. So. Wieso geht er da nicht rein? Geh rein! Aus wie ein kleines Häuschen. Oh Gott. Hier rein. Oh, wieder so Türenrätsel. Ich hasse Türenrätsel. Ja, die ist nicht. Komm durch die hier rein. Nehmen wir mal das. Jetzt sind wir hier. Nehmen wir mal die Tür. Aha, endlich. Wundervoll. Nein! Ah! Oh, no. Schon beim ersten Mal gestorben, beim ersten Part. Nein! Ach, so scheiße. Gas geht weiter. So, hier rein. Mann! Nee, doch. So. Egal, ob ich das vorhin abkriege oder nicht. Egal, ich hab's bekommen. Hier, ein Schornstein wurde hier gezeigt. Aha. Nice. Nice, so scheiß. Oh, yes. Jetzt hab ich's mal geschafft. Ich hab's gewonnen abbekommen. Yeah. Ach, wundervoll. Bin ich nicht gut? So, weiter. Nummer 3 schauen. Peach, wir kommen immer näher. Remix Oberwelt. Ich frage mich eigentlich, ob man solche 10 Mario Challenges selbst erstellen kann. Dass praktisch man 10 Level erstellt, die in einer bestimmten Reihenfolge und dann können andere die 10 Mario Challenges schocken. Schocken vor allem. Das wäre schon ziemlich nice, wenn das ginge. Hat der Mario eigentlich eine Funktion oder so, dass er gut springen kann? Nee, hä? Und durch die Röhren kann ich auch nicht. Nein! So, hier oben lang latschen. Konnte der eigentlich schon so eine Stampfattacke? Nee. Ach, wenn euch das Gesinge nervt, dann sagt Bescheid, hey. Und schreibt einen Kommentar oder mir privat. Das ist nicht so. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das Level ist bestimmt bald zu Ende. Ist hier irgendwas? Nee. Ah, da ging so viel mal rein. Ah, nice. Was ist das ein geiles? Oh. Geld. Ja. 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 Nein, nein, nein. Yay. Gibt's noch mehr Geld? Nee, okay. Danke, liebe Teile. Wo die Bomben rauskommen. So. Bam. Voll weggesmashed. Ey, jetzt bin ich ja da, wo ich ankam. Oh, jetzt habe ich die falsche Röhre genommen. Ich dachte, ich komm, dann bin dann weiter vorne oder so. Aber. Nein! Da waren wir gerade. Wollen wir nicht mal reingehen? Oh, Riesengumba. Den würde ich gekillt haben. So, hoch. Hoch. Komm, ich muss hoch und. Nein. Level beendet, weiter. Ja, wir wollen doch schließlich Peach retten. Wir müssen das schaffen. Oh nein, so ein Geisterlevel. Ich hasse Geisterlevel. Oh mein Gott. Nein! Ich wollte keinen Ansprung machen. Oh, jetzt muss ich mit euch allen Ärzten hier runter wieder. Oh. Ups. Jetzt mal das Time alles.
Naja, komm. Mir ist gerade aufgefallen, dass die Level unterschiedliche Zeitbegrenzungen haben. Kann man das einstellen? Aber wahrscheinlich. Ach, probieren wir einfach alles aus. So, schon Level 5. Das ist Level 5 vor allem. P-Schalter auf Reisen. Okay. Geht hier oben, okay. Das ist ja geiles Level, ey. Sowas will ich immer bauen. Jetzt muss man aber alles timen, alles. Ups. Ah, das wird so oft in dem Spiel passieren. Ah. Mein Gott. Das ist ja nicht. Mit den ganzen Super Mario-Teilen kenne ich mich ja nun wirklich nicht aus. Ich habe ja noch nicht so auf Mario gezockt. Alter! Ah! Könnt ihr da kotzen hier? Das ist nervig. Nochmal. Oh. Ich weiß nicht, welcher, das welcher Teil das hier ist. Welcher Mario. Das Mario-Teil links. So, jetzt hier runter. Warten, bis es kommt. So. Da macht es gut, gut. So, wo ist denn der Knopf? Kommt der lang? Der muss ja langkommen irgendwo. Da oben ist er doch schon. Warten und wir warten und wir warten und wir warten. Wieso kommt der denn nicht her? Da oben ist er. Mir runter. Oh man. Jo, komm ich ja nicht. Ach so, ich muss da drauf springen. Nee, muss ich nicht. Nee. Na hä? Oh, steh ich schon da nicht. Ich krieg hier noch eine Macke. Alter. Ja, 5 von 8 werden das Level oder würde man schaffen, so. So, wo geht er hin? Der geht hier hin. Dann geht er hier rüber. Hier rüber. Da runter. Dahin. Da hoch. Hier rüber. Ah! Jetzt beeilen! Da ist er doch schon. Da habe ich ihn voll bestimmt verpasst. Yes. Da habe ich ihn wirklich bestimmt voll verpasst. Da habe ich vorher nur so lange rumgemerkt. Ach, nach dem dritten oder vierten Versuch habe ich es dann endlich auch mal geschafft. Alter. Vor allem, wie du jetzt dein 10 Mario-Challenge, wenn es so 8 Level sind und nicht 10. Man weiß es nicht. Schalte an, schalte aus. Oh Gott. Sieht aus wie ein Browser-Level sowieso und Dings. Gott, das sieht kompliziert aus. Ich warte jetzt hier, hier passiert vielleicht bestimmt irgendwas. Ah, wundervoll. Lip, lip. Ha. Oh, tut mir so leid. Guck mal, wie es da liegt. Oh, tut mir echt leid. Ich wollte da der Schulz Knopf mitnehmen müssen. Oh. Ey, wenn wäre ich jetzt ein bisschen weiter drüben gewesen, wäre ich vorher runtergesneakt. Ja, runtergeschlichen nicht unbedingt, aber. So, den muss ich bestimmt mitnehmen. Muss ich nicht. Yeah! Muss uns beeilen. Yeah! Nice. Oh, Feuerwehr, cool. Bam. Wir waren so hart gefeiert. So. Weiter, genau. Noch 2 Level, dann haben wir es geschafft. Da wird sie die 10 Mario-Herausforderungen geschafft. Obwohl es eigentlich nur 8 waren. Remix Waschbär Mario. Pilz. Eine Feuerblume. Ist hier irgendwas versteckt, ne?
Oh, warte mal, wenn wir jetzt das Ding aktivieren, dann können wir das Item kriegen. In weiter Richtung, natürlich. Klasse! Top Ding hier. Meinen, jetzt kriege ich den Waschbär-Mario nicht? Nö. Kann ich den nochmal anfangen? Ich will den Waschbär-Mario haben, der war auch bestimmt da. So, nochmal. Aber ich habe euch gewarnt. Ich habe gesagt, es wird viele Fails geben, aber ihr wolltet es trotzdem sehen. So, jetzt. Bam. Aha, jetzt. Sehr wundervoll. Jetzt bist du. Nein! Wie spawnt das? Ah! Kann ich mich nicht nochmal killen lassen? Wann? Ja, komm. Ich will jetzt sterben. So. So was Geiles hier. Ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die Bälle spielen, so dumm anstellt. Aber komm, sag mal, Übung macht den Meister. Ich bin nicht so der, die Erfahrenste mit Jump'n'Run Games. So, jetzt hier hin. So. Jetzt habe ich's. Jetzt, endlich. Ha, wie steuere ich denn das? Kann da irgendwas? Ah, genau. Na, jetzt ist es weg, oder was? Och nö. Leck mich am Po. Bock mehr. Krieg's eben nicht. Gibt's hier noch einen? Genau, für solche Leute wie mich gibt's so einen. Ja. So was Dummes hab ich jetzt auch noch nie erlebt. Mann. Natürlich werde ich jetzt nochmal, oder was? Warte jetzt hier. Mann, kotzt mich an hier. Aber komm, wir haben die Mario Challenge trotzdem geschafft, trotz einiger Fails. Weiter. Wenn ich das öfter zeuge, werde ich bestimmt noch besser. Jetzt kommt die Festung. Oder ein Item. Ein Pilz. Warten. Und rennen. Wieder warten. Mist. Nein. Ich hätte doch warten sollen. Man sollte sich doch viel mehr Zeit nehmen. Auf dem Leben habe ich nur noch nein. Ach, jetzt weiß ich, warum das 10 Mario Challenge heißt. Weil ich nur 10 Leben habe. Aha. Okay. Aber ich hatte ja ein bisschen mehr als 10 Leben, weil ich ja ein paar One-Ups bekommen habe. So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Dass das nicht wieder passiert. So. Lieber Vorsicht. Oh Gott. Oh Gott. Was passiert, wenn ich das mache? Aha. Ah, ich werde zum Mini-Bowser. Ha. Bams. Ha 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 ha. Wir haben es geschafft. Weiter. Mario, Prinzessin Peach wurde in eine andere Festung gebracht. Was? Oh nein! Ach, Mist. Haben sie doch nicht retten können. Wir waren echt zu langsam. Verdammt! Fortsetzung folgt. Oh, ein Hund da oben. Herzlichen Glückwunsch zur Bewältigung der 10 Mario-Herausforderungen. Es gibt viele verschiedene Level, darunter einige ziemlich verrückte. Es lohnt sich. Es lohnt sich also, es immer weiter zu versuchen. Ach nee, jetzt nicht. So, also beim nächsten Part denke ich mal, dass wir dann Level bauen werden. Und dann könnt ihr mir ja mal eure Level schicken. Geht's denn hier hin?
Ausgang. Aha, das ist der Titelbildschirm. Was? Da kann ich laufen? Ich kann im Titelbildschirm laufen. Was? Geil. Ich kann im Titelbildschirm ein Level spielen. Das ist ja cool. Aber die Schrift geht nicht weg. Das kann ich nicht. Oh. Das ist ja geil. Hihi. Tut, tut. Was ist hier? Geld. Geld. Piep. Oh. Geil. Kann ich jetzt damit fliegen? Kann ich jetzt damit? Kann ich damit fliegen? Oh. Geil. Oh, ist das cool. Ah, ist das toll. Oh Gott. Kann das Ding schießen? Nee. Ich hab Schutz. Ich bin geschützt vor euch. Rakete. One. Seh es nur Mario. Mka. So sah Mario früher aus. Der damaligen Zeit. Hier. Oh, bin gestorben. Im Titelbildschirm. Kann ich was Cooles machen? Nein. Ah, geil. Bam. Ja, ich will nochmal damit fliegen. So, und somit beende ich dann den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es mit Super Mario Maker weitergeht. Bis dann. Tschüss.